Hallöchen, meine Lieben. Ich habe heute noch ein Kartensketch von Call Me Crafty Earl für euch. Und zwar ist das Sheetload of Cards von Juni 22, also gerade ganz frisch. Und ich habe das gesehen Anfang Juni und wusste sofort, ich will damit die Dankeskarten für meine Freundin machen. Also das ist eine Double Card Fun Fold und die ist wirklich super, super easy gemacht und wenn ihr euch alles vorher vorbereitet, dann wie gesagt ganz schnell geschnitten und zusammengeklebt. Genau. Normalerweise soll man hier drei unterschiedliche Design Paper nehmen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil die Karten für meine Freundin natürlich alle mit diesem Eukalyptus-Style sind. Ich benutze also für alle drei das gleiche Papier. Ich habe aber die Maße, die hier drauf sind, für mich bzw. fürs deutsche Maß umgerechnet, so dass es passt, dass es im Prinzip am Ende eine ganz normale A6-Karte wird. Und die verlinke ich, also was heißt verlinke ich? Ich schreibe sie euch unten in die Infobox und könnt ihr ja mal angucken, was man machen muss. Das ist diesmal ausnahmsweise keins, wo man das Pattern Paper komplett benutzt. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle, weil wenn man Reste hat, kann man die auch verbasteln. Ich habe mich, wie gesagt, nicht an die Größen gehalten. Ich habe die Karte so geschnitten für mich, dass es passt, dass es eine A6-Karte am Ende wird. Und die Maße kann ich euch geben. Das ist, ich habe als Grundkarte hier, also die große, ich zeige euch die mal, die hier, ja, 25 Zentimeter, also in der Länge. Und in der Breite 10,5, wie eine normale A6-Karte. Und da rein kommt ja eine kleine Karte, die so reingeschoben wird. Also so, ne? Und die ist auch 25 cm und die ist 8,5 cm breit. Das heißt, ihr kriegt aus einem DIN A4-Blatt auf jeden Fall eine Karte mit den beiden Elementen. Und habt dann noch Rest übrig für den Sentiment oder so, ne? Genau. Das habe ich also alles schon vorbereitet, weil es kommt natürlich bei mir auch so ein Spruch rein, ne? Es soll ja Dankeskarten werden und das habe ich mit dem Plotter schreiben lassen. Das musste also vorher passieren. Ich kann euch aber mal, das war mein erster Entwurf, um erstmal zu fragen, ob sie funktioniert, so für meine Freundin. Das ist schwedisch und heißt Danke und oder wir sagen Danke, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwas mit Danke. Und ich habe, wie gesagt, überall, wo normalerweise anderes Designpapier reinkommt, habe ich jetzt dieses Eukalyptuspapier raufgemacht. Dann klappt man es auf und dann gibt es, also das war nur ein Vorschlag, das wird am Ende wird das wirklich nur dieses Bild so. Das sind die Eheringe von den beiden, die waren ja in Griechenland auf Hochzeitsreise und haben da einen Stein gefunden, der aussah wie ein Herz und das passte natürlich. Genau. Dann ist hier drin hinten Designpapier und hier ist normalerweise, wenn man weißen Cardstock nimmt, ne, genug Platz zum Schreiben. Wir hatten aber schon einen Spruch, also beziehungsweise die Dankesdinger, ne, für die Gäste, die da waren. Und genau, so sieht sie am Ende aus. Eben nur, wie gesagt, ne, mit dem Foto in quadratisch und hier dann eben schon den Dankesspruch. Die würde ich jetzt gerne mit euch zusammenbauen. Und ich verrate euch die Maße nachher noch genau, beziehungsweise während ich das mache. Und ich würde erstmal anfangen und überall das hier reinkleben. Ne? Also, das geht am schnellsten, glaube ich. Also, wie gesagt, wenn ihr gut vorbereitet seid und euch alles schon so weit vorgeschnitten habt, dann ist das nachher am Ende wirklich schnell gemacht. Also, es sind immer wirklich super coole, schnell gemachte Karten. Und sage ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ne? Passt. So, kann erstmal beiseite. Ich muss 12 Karten machen. Im Normalfall, wenn ihr euch an das Sheetload haltet von der Erl, dann kriegt ihr 6 Karten raus bei ihren Maßen. Wie gesagt, amerikanisches Kartenmaß ist zwar schön, aber bei uns ist ja wirklich fast alles auf A6 ausgelegt und deshalb, ja, das machen wir mal so rum. Genau, also den Aufleger, also genau, die Grundkarte, also die, die ich gerade hier in der Hand habe,
Die ist 25 mal 10,5 und wird gefalzt bei 10,5. Dann habt ihr 14,5 übrig. Das ist für eine Karte perfekt. Der Aufleger hier drin, der ist 14 mal 10. Eigentlich. Also es kann schon sein, dass hier ein bisschen, ne, manchmal vermisst man sich ja auch so ein bisschen und, ne? Naja, also auf jeden Fall ist dieser Aufleger hier 14 mal 10. Und der kommt hier rein. Tut mir jetzt leid, dass ihr jetzt die ganze Zeit zugucken müsst, wie ich Karten klebe, aber ich wollte die ja mit euch zusammenbauen, damit ihr seht, dass das wirklich ganz easy ist. Und wie gesagt, ihr müsst ja als Spruch auch gar nicht immer den gleichen nehmen. Also ihr habt ja, wie gesagt, eigentlich drei gemusterte Papiere. Und ihr könnt da ja, keine Ahnung, Happy Birthday, gute Besserung, was auch immer ihr für Papier nehmt, was da eben zu passt, ne? Das sind ja auch alles nur Inspirationen und Ideen, wie ihr eure Papiere wegarbeiten könnt. In dem Fall jetzt, wie gesagt, nicht ein ganzes Papier, sondern da bleibt definitiv Rest. Aber man hat ja auch so viel Restpapiere und dann kann man natürlich ganz cool die Restpapiere vielleicht dafür benutzen, wenn man welche hat, die zusammenpassen. Und wird seine Restekiste so ein bisschen schrumpfen lassen können. So. Ja, also ihr seht, es ist ganz easy, ne? Ich habe, also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir wirklich vorher alles vorgeschnitten. Ich habe mir die Grundkarten vorgeschnitten. Ich habe mir die Klappkarten, die da reinkommen, vorgeschnitten. Ich habe mir die Aufleger für alle Klappen vorgeschnitten. Ich habe das Bild in der Größe gemacht, dass es von der Klappe noch abgedeckt wird, weil man es ja nicht am Anfang sehen soll, sondern erst, wenn es aufklappt. Und den Spruch, den habe ich eben noch gemacht, weil, also hier in der Grundkarte, weil meine Freundin wollte weiß und ich habe es nicht hinbekommen, mit meinem Plotter das auszuplotten, so wie ich es wollte. Und ja, dann musste ich mir was anderes einfallen lassen. Also habe ich dann geguckt, ob der Plotter mir das wenigstens so schreibt, wie ich das dann eventuell gerne hätte. Und dann musste sie ja natürlich auch noch sagen, dass die Schrift okay ist. Nur weil mir was gefällt, heißt das ja nicht, ne, dass das jedem gefällt. Genau, deshalb hat das alles ein bisschen gedauert und also zumindest jetzt hier mit dem Schreiben der Karte. Aber wenn ihr dann alles, wie gesagt, fertig habt und euch das auf den Stapel packt und dann wirklich Schritt für Schritt durcharbeitet, also wir machen ja jetzt den einen Schritt und ich mache ja, wie gesagt, jetzt die doppelte Menge aufgrund dessen, weil es eben 12 Familien gibt, die eben Dankeskarten kriegen. Und da kann ich nur schlecht sagen, ach nee, ich mache nur sechs. So, ja, also wie gesagt, dieser Aufleger ist, habe ich gesagt, ne, 14 mal 10. Und der Aufleger vorne auf der Klappe, zeige ich euch gleich. So rum finde ich es schön. Vorne auf der Klappe, also auf der anderen Seite, da wo jetzt der Spruch drauf ist, vorne. Hier ist 10 mal 10. Genau, das schon mal zu den Maßen. Damit hättet ihr dann also auch, wie gesagt, alles, was die Grundkarte, also die Hauptkarte betrifft. Und noch eine. Dann geht's weiter. So. Genau. So, jetzt haben wir die 12 Karten ja, ups, soweit fertig.
also mit innen. Und jetzt machen wir die außen. Dafür habe ich mir natürlich auch, ne, alles vorbereitet. Genau, im Normalfall 10x10, da ich auf DIN A4 Papier ausgedruckt habe und ein bisschen kleiner werden musste, aber so, dass es nicht auffällt, hoffe ich, sind meine nicht ganz 10x10, aber im Normalfall gehört da 10x10 rauf. Denn ihr habt ja eine Klappe, die 10 cm mal 10 cm ist. Und so, dann habt ihr schon das erste Element fertig. Und genau. Also ihr könnt natürlich, ich zeige euch den Sketch gleich nochmal, wenn wir hier durch sind mit der Karte. Ihr könnt den Sketch natürlich auch ein bisschen abwandeln, ist klar, ne? Also man muss sich nicht immer hundertprozentig an den Sketch so halten, wie er abgebildet ist. Da kann man schon ein paar Sachen auch ein bisschen anders machen. Man sollte eben nur am Ende den Sketch erkennen. Und noch ein bisschen verrutscht. Ja, also ich habe wohl gesehen in meinem YouTube-Studio, dass ich Kommentare bekommen habe. Ich kann sie aber nicht aufrufen, weil da irgendwie gerade ein Fehler drin ist in YouTube-Studio. Und das ist natürlich blöd. Ich würde nämlich, also ich weiß, dass die Biri mir geschrieben hat, dass sie auf dem Kanal von der Erl war. So viel konnte ich lesen in der Vorschau, aber mehr nicht. Ich weiß also nicht, was du mir sagen wolltest. Ich hoffe aber, dass YouTube das bald wieder hinkriegt und ich dann sehe, was du mir schreiben wolltest, beziehungsweise was du geschrieben hast. Und ja, ich kann euch, wie gesagt, es ist zwar ein englischer Kanal, beziehungsweise amerikanisch, glaube ich, aber die macht wirklich mega, mega, mega tolle Kartensketche. Und ich kann euch nur empfehlen, ja, ich bastel die nach, vielleicht jetzt nicht jeden, aber bestimmt viele. Und ich werde die auch umrechnen für uns, damit wir deutsche Kartenmaße machen können. Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn ihr euch diese Sheetloads da auch runterladet, ne? Also einmal abonnieren den Kanal und dann könnt ihr unten in der Infobox ist immer der Link drin von Google Drive, wo das Sheetload oder der Sheetload oder was auch immer hinterlegt ist. Und wenn ihr das habt, dann ist das schon eine ganze Menge wert, weil wie gesagt, entweder könnt ihr selber umrechnen oder ihr könnt gucken, wie ihr es, also nur weil ich hier jetzt was gerechnet habe, was für mich passt, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch für euch passt, ne? Gibt ja vielleicht Leute, die sagen, nee, das hätte ruhig ein bisschen größer, kleiner, wie auch immer sein können. Also ich habe es ja jetzt, wie gesagt, für mich, so wie es für mich passt, gemacht, ne? Genau. Ja, also, und dann könnt ihr euch auch mal, also es ist einfach sehr lustig, weil man wirklich sieht, die arbeiten alle mit dem gleichen Sheetload und machen aber ganz unterschiedliche Ergebnisse, also unabhängig vom Papier, was sie eben unterschiedlich benutzen, ist es eben, Moment, muss mich kurz konzentrieren, so, ist es eben auch, dass manche zum Beispiel die Klappe, die jetzt hier vorne so aufgeht, in die Richtung aufmachen. Also ich habe mir da schon viele angeguckt von und man kann ihn, wie gesagt, umwandeln. Und genau, also es ist ja auch nur Inspiration zum Papier wegarbeiten, weil ich glaube, dieses Problem mit dem, wir haben zu viel Papier, hat eigentlich fast jeder von uns. Und umso schöner ist es ja, wenn man tolle Karten machen kann. Also ich habe die gesehen und ich fand die sofort toll. Also unabhängig davon, dass ich jetzt sofort gedacht habe, damit mache ich die Dankeskarten für meine Freundin. Hätte es ja auch sein können, dass sie sagt, nee, die gefallen ihr nicht. Also die Kartenform gefällt ihr nicht. Aber ich habe die gesehen und wusste, ich muss daraus Karten machen. Ich habe auch schon eine für meine Oma gemacht. Weil meine Oma steht ja so auf Lila und möglichst viel Bling-Bling. Und ich hatte von diesem Blumenpapier noch so viel übrig. Und habe ihr dann eins gezaubert mit Blümchen und von dem lilanen Hintergrundpapier, aber das alles auf dem weißen Kartenleger, das sah richtig cool aus.
Das habe ich aber auch in einem anderen Maß gemacht. Also nicht in dem Maß, was ich jetzt habe, sondern das habe ich am Anfang in einem Maß gemacht, wo ich die Klappe hier schmaler gemacht habe. So, last one. Und dann kommen wir schon zu der Klappe von innen. So, jetzt haben wir, ups, die Klappen. Habe ich euch auch erzählt, 25 cm mal 8,5. Die falzt ihr in der Mitte bei 12,5. Und was ich jetzt habe, ist, ich habe ja einmal den Spruch, der hier reinkommt, ne? Also der kommt ja hier bei mir in die Mitte rein. Und ich habe einmal Designpapier, was oben rauf kommt. Dieses hier, ne? Und damit ihr jetzt nicht so lange zugucken müsst, wie langsam ich hier klebe, würde ich das mal vorbereiten. Und wenn ich das fertig habe, dann hole ich euch wieder zurück und dann basteln wir den Rest zusammen. Ach so, ich gebe euch mal noch die Maße von dem Aufleger hier. Der ist 8x12 und falls ihr auch mit farbigen Cardstock arbeitet, dann auch hier drinnen den Aufleger bzw. das, was ihr reinmacht, in 8x12. So, ich klebe jetzt schnell noch den Rest zu Ende und hole euch dann wieder. So, jetzt habe ich fertig geklebt. Also ich habe jetzt hier den Spruch drin und vorne hier das. Und jetzt müssen wir die beiden zusammensetzen. Und es macht Sinn. Also ich arbeite ja grundsätzlich mit diesem Roller hier. Denn wenn ich eins gelernt habe bei diesen Mädels von dem Collaboration-Team von der Erl ist, wenn man alles schön vorher klebt und dann nur noch zusammensetzt, dann geht das alles ratzfatz. Also ich habe jetzt auch die ganzen Aufleger und so. Also die, die ich jetzt hier ohne euch geklebt habe, alle vorher vorgeklebt. Das ist ja das Schöne an diesen EZ-Runner oder auch an der ATG oder wie sie alle heißen, dass man, beziehungsweise dass der Kleber dann nicht trocknet, sondern der Kleber bleibt ja. So. Auch ein bisschen Platz. Der Kleber bleibt ja drauf und man hat dann genug Zeit, die dann zusammenzusetzen. So. Ist ein Tipp, falls ihr, ne, nicht nur eine Karte davon herstellen wollt, sondern so wie die Erl das da dann macht, zum Beispiel 6 Karten, die man ja normalerweise aus ihrem Sketch kriegt, wenn man sich an ihre Sachen hält. Ich habe es, wie gesagt, jetzt noch nicht mit 6x6 Paper oder sonstigem ausprobiert, weil ich für das erste, wie gesagt, andere Maße genommen habe, für meine Oma, für die hier andere Maße genommen habe. Na, das ist bestimmt bald alle. Und ich gar nicht auf dem 6x6 Block. Ich glaube, sie hat einen 6x6 Block geguckt. Wir können uns das gleich nochmal genau angucken. Aber erstmal machen wir hier alles soweit fertig, dass wir sie nur noch zusammensetzen brauchen. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, ne, vorne einen Spruch raufstempeln, also so ein Sentiment machen, so ein Banner. So, jetzt habe ich es. Banner. So. Also, ich versuche, das so mittig wie möglich zu legen. Im Normalfall von jeder Seite 1 cm. Klappt jetzt nicht immer wahrscheinlich, aber schwupp, fertig. Nächste Karte. Gucken, dass der Spruch auch richtig rum ist. Das wäre sonst schlecht, ne? Muss ich mal gucken, ob der hier war der richtig, ja. Schön, dass ich euch Tipps gebe, ne? Und die dann selber nicht einhalte. So, genau, Spruch ist richtig rum. Ich versuche es wieder mittig zu legen. Pi mal Daumen. Also solange ihr das nicht festdrückt, ne, passiert da ja auch nichts. Pi mal Daumen, so 1 cm vom Rand weg. Festdrücken, fertig.
So. Ja, also wie groß der Aufleger sein soll, habe ich euch ja gesagt. Wenn ihr euch an meine Maße haltet, dann muss der hier, wie gesagt, 8x12 sein oder sollte. Wenn ihr das matten wollt noch, dann natürlich immer um einen halben Zentimeter kleiner. Also das ist ja, wie gesagt, ihr könnt ja euch da austoben, wie ihr wollt. Ich habe das ja jetzt, wie gesagt, nur für mich erstmal so durchgerechnet, wie es am besten passt. Und das klappte mit den 25 cm ganz gut, weil ich wollte ja am Ende ein normales A6-Maß haben. So. Ihr seht, die sind wirklich schnell gemacht. Also ich habe jetzt wirklich fürs Schneiden gar nicht lang gebraucht. Also das Längste war wieder mal die Maße so für mich rauszufinden. Aber die kriegt ihr ja von mir. Dementsprechend dürfte das ja jetzt nicht mehr das Problem sein. Das Schneiden hat wirklich, also wenn ihr jetzt nicht unbedingt mit einem, ich habe ja, wie gesagt, ich muss das Papier ausdrucken. Ich musste den Spruch machen, weil es sollen ja Dankeskarten werden für die Hochzeit. Und deshalb ist es natürlich alles ein bisschen aufwendiger gewesen. Aber wenn ihr jetzt wirklich nur Designpapier nehmt, um eure Reste zu verbasteln und dann einen Spruch reinstempeln wollt oder was reinschreiben wollt und oben Spruch drauf machen wollt, dann ist das Schneiden echt schnell gemacht. Also das Schneiden selber, wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ihr meine Maße nehmt und 6 Karten macht oder was auch immer, vielleicht auch nur, wenn ihr nur eine machen wollt, ist das auch okay. Das ist ja wie gesagt, ne, jedem so wie er will. Dann ist das ratzfatz erledigt. Also da haltet ihr euch nicht lange auf. So, jetzt haben wir die 12 Karten schon mal so fertig, dass sie von der Form her passen. Jetzt muss ich dieses Bild hier so runter machen, dass man es nicht sieht am Anfang. Und ich würde es gerne... Ja. So. Dass man es wirklich erst sieht, wenn es aufgeht. Das wäre natürlich cool, wenn man das hier so... auflegen könnte. Genau. Also ich kann wieder nur als Tipp geben, was immer, also im Normalfall kommt da ja nichts hin, ne? Im Normalfall ist das ja nur Designpapier. Ich kann euch also den Tipp geben, legt euch das hier so hin, so dass der Abstand stimmt. So. Und klappt dann die Karte von der Seite zu. Also wenn ihr jetzt sowas wie ich macht, ne? Dann sieht man das nicht und gut ist. So, dann mache ich jetzt auch gleich noch den Dankesspruch hierauf. Möglichst mittig. Und fertig ist sie. Das Ganze kommt jetzt noch in einem eukalyptusfarbenen Umschlag und ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Also hier könnt ihr euch, also das, da habe ich keine Maße für. Ich habe da einfach nur irgendwie, es sollte eben nur nicht breiter sein als diese 12 von dem Aufleger. Deshalb, ne, müsst ihr euch da mal gucken, wie ihr das, wenn ihr denn hier überhaupt so einen Banner rauf haben wollt. Aber eigentlich hat sie ja auch eins drauf. Das könnt ihr auch genau an den Rand machen, so wie auf dem Sketch. Ich zeige euch das nochmal. So sieht das ja eigentlich aus, ne? Also ich habe meins jetzt mittig gesetzt. Das ist die Klappe, wo sie hier Papier hat. Sie hat hier hinter Designpapier, das habe ich auch, aber ich habe eben noch das Foto mit den Ringen. Und wenn man es aufklappt, steht eben hier, ups, oh, ich wollte euch nicht durch die Gegend schubsen, steht eben hier von Herzen Danke sagen Anja und Benny und eben der nette Spruch. Genau, so, also die Maße, Grundkarte. 10,5 mal 25. Ich schreibe es in die Infobox, aber ich sage es trotzdem nochmal. 10,5 mal 25. Die Klappkarte hier 8,5 mal 25. Die wird gefalzt in der Mitte bei 12,5. Die wird
Die große Karte wird bei 10,5 gefalzt. Damit habt ihr den Grundstock schon fertig. Der Aufleger für dieses Stück ist 8 mal 12. Der Aufleger für dieses Stück ist 10 mal 10. Und der Aufleger hier innen drin ist 14 mal 10. Genau. Das sind die Maße, die ich jetzt benutzt habe. Und ja, also ich bastle jetzt noch den Rest fertig. Und damit ich sie morgen in den Umschlag packen kann. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Sketch. Und der nächste wird dann wieder einer, wo wir komplett Papier verbasteln können. Das war jetzt, also für diese Karte war es für mich jetzt sowieso egal, ob Papier, also ob da ganz ein ganzes Blatt Papier verbastelt wird oder nicht, weil ich ja, wie gesagt, dieses Design nehmen wollte. Aber ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, um Reststücke loszuwerden. Ich glaube, wir haben alle Stücken, die so groß sind. Wir haben alle Stücken, die so groß sind. Und wir haben auch alle Stücken, die die Größe eines Kartenauflegers haben. Irgendwie, irgendwas. Und wenn man da was findet, was farblich zusammenpasst, dann ist das doch eine super Idee. So, also, ich hoffe, es war wieder Inspiration. Ich hoffe, ihr guckt mal bei Erl vorbei, weil, wie gesagt, der Kanal lohnt sich wirklich. Auch der von Jess Crafts, weil die bastelt wirklich hauptsächlich ohne, dass Restpapiere übrig bleiben. Und ja, das ist ja, wie gesagt, mein Ziel, ne? Die Restekiste leer kriegen und eben, wenn man bastelt, keine Reste übrig zu behalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.